Heiß her geht es derzeit im LVH. Ein Jahr ist Walter Pichler nun Präsident des Landesverbandes für Handwerker. Nun will man ihn absetzen. Ein Drittel der Generalräte hat einen Misstrauensantrag gegen ihn gestellt. Am Montag soll darüber befunden werden. Heute hat sich Walter Pichler im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals öffentlich zu den internen Konflikten geäußert. Dieser Misstrauensantrag meines Erachtens ist nicht rechtens. Und ich werde mich diesen Misstrauensantrag stellen. Rechtens ist er nicht, weil ihr keine Motivation beigelegt ist. Und zweitens auch die Einladungen nicht so verschickt worden sind, wie sie gehören. Die Einladung für den Generalrat obliegt dem Präsidenten und nicht dem Präsidium oder einem anderen Organ. Sollte der Misstrauensantrag am Montag nicht durchgehen, fordert Pichler den Rücktritt von LVH-Direktor Hans-Peter Munter und von Herbert Fritz, dem Präsidenten der LVH Bildungs- und Servicegenossenschaft. Munter ist überzeugt, dass am Montag richtig entschieden wird. Ich hoffe, dass in großer Verantwortung die 65 gewählten Generalräte eine weise Entscheidung treffen, die das Interesse des Handwerks im Mittelpunkt hat und die nicht so sehr auf einzelne Konfliktpositionen eingeht. Neben dem Misstrauensantrag sorgen derzeit auch die Bilanzen der Servicegenossenschaft des LVH für Unstimmigkeiten im Verband. Wie bekannt wurde, hatte ein Buchprüfer für 3 Bilanzen ein negatives Gutachten abgegeben. Walter Pichler fordert deshalb eine erneute externe Prüfung. Diese Forderung wurde bisher vom Verband abgelehnt. Die Bilanzen der Genossenschaft wurden immer aufgrund der steuerlichen Spielregeln erstellt. Sie wurden immer gesetzeskonform gemacht und sie wurden auch immer von allen zuständigen Gremien in einstimmiger Art und Weise genehmigt. Wie es an der Spitze des LVH weitergeht, wird sich am Montag zeigen. Sollte er abgewählt werden? Ja, dann ist der Walter Pichler morgen oder am Montag oder am Dienstag ein LVH-Mitglied wie jedes andere.